Die schönen roten Mohnblüten sind von dunklem Teer getrübt. Eine Anspielung auf die politische Dimension des Themas, den internationalen Drogenhandel. Für mich ist das das schöne Rote, die schöne Wiesen. Aber das ist auch das, das sind die Ortschaften, wo es wächst und womit Geld gemacht wird, auf welche Kosten. Weltpolitisch können auch andere Werke der Ausstellung im Frankfurter Kleistmuseum interpretiert werden. Charons Boot von Chris Hinze spielt auf den Fährmann an, der in der griechischen Mythologie die toten Seelen einsammelt, vom Bildhauer als Stangen dargestellt. Ich finde es eine wunderbar elegante und zugleich politische Herausforderung zum Denken, aber tatsächlich eher weniger eine Anfrage an die aktuelle Politik als an Menschheitsfragen. Zum 10. Mal wird der Kalender Brandenburger Art von der IHK Ostbrandenburg und der Märkischen Oder-Zeitung herausgegeben. Zum 4. Mal ist das Kleistmuseum Gastgeber der Präsentation. Also ich finde das sehr wichtig, dass die Künstler im Kalender sind. Auch ich freue mich, dass ich bei diesem Kalender dabei sein darf. Weil ich habe ja letztendlich auch den Auftrag, als Künstler in der Gesellschaft einzugreifen und den Leuten meine Meinung zu sagen, die Leute vielleicht auch zu bilden, indem die als Anregung nehmen, ein Kunstwerk über Dinge nachzudenken. Die IHK setzt sich mit Nachdruck für Brandenburger Kunst ein. Durch die künstlerische Gestaltung ihres Neubaus hat sich einst die enge Verbundenheit entwickelt. Und seitdem hat sich sozusagen so eine Art halbe Liebesbeziehung ergeben, die wir einfach fortsetzen. Weil wir es auch für angemessen empfinden, dass sich Wirtschaft und Kultur auf diese Art und Weise treffen kann. Bis zum 30. Oktober ist die Ausstellung mit Bildmotiven aus dem Kalender und anderen Werken zu sehen.